herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo, ne Varuna. Moinsen. So, ich hatte jetzt vor, ich hoffe es leckt nicht zu sehr, bei den Kühen noch ein bisschen Heu aufzufüllen, weil Heu ist effektiver wie Klee oder Gras. So, Mischration müssen wir gar nicht machen. Silage brauchen wir auch nicht unbedingt, weil Heu reicht schon. So. Stroh bräuchte man auch noch 15.000, dann werde ich das mal probieren. Heu ist efficient, more efficient. Ich höre auf, Englisch zu reden. More efficiency, denn. So, hier einsteigen mit E. Oder? Ja, mit E und dann I drücken. More efficient. Denn. The other. Dann wird hier hinten eben das Heu reingeballert. Oh, das dauert aber lang hier. Dann gehe ich mal gerade da hinten noch was gucken. Du bist auch gut. Wieso? Ich dachte, du hättest noch ein paar Ding gekauft. Ein paar was? Fässer für den Ding. Nee. Für die Butter. Nee. Ja, habe ich gesehen. Ja, wie hätte ich das denn uns befinden sollen? Ja. Außerdem, dann wäre ich jetzt nicht beim Dreschen. Ein Gartor, mit was denn sonst? Mache ich ja auch. Naja, aber ist. Vielleicht jetzt nicht am Dreschen. Ist kein Ding. Ja, so lange brauchen wir nicht. Klar, 5 Minuten mindestens. Ja, ich düse kurz rüber. Gartor und Anhänger geht schon. Weil dann, wenn ich mit den Fässern fertig bin, dann müsste es auch passen mit, dann könnte ich hier gleich wieder neu ansehen. Müsste alles hinhauen. Mhm. Dass wir hier auch produktiv sind. Die Amazone hat man ja gekauft, gell, diese Maschine, die Condor. Jo. Stimmt, das war unsere Mega-Anschaffung. Aber die lohnt sich auch. Ich seh dich. Tut mir leid, ich hab manchmal so Anfälle. Manchmal sinkt einfach mein IQ drastisch. Du hast IQ? Sonst würde ich nicht hier sein. Ja, so. So, diverses Butterfass. Kaufen. 1, 2, 3. Bitte kaufen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hört deine Tastatur. Ja, im Moment schon. Tastatur. So, 4 Stück gehen beim Gator hinten drauf. Upsasa, da sind sie mal gerade umgefallen. Upsasa. Also 4 gehen beim Gator hinten drauf, das hat mich ja letztes Mal schon. Und die anderen, gucke ich mal, wie viel auf den Anhänger gehen. Was geht 4 auf den Gator drauf? Ja, von den Butterfässern. Okay. Das war das letztes Mal so. Ah ja. So. Und dann gucke ich mal, wie viel noch auf den Anhänger drauf passen. Drittes Mal abgetankt, nur bisher zweimal, glaube ich. Was, zweimal? Du bist schon fertig? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Ups. Aber es gibt ja auch noch Feld 2. Ja. Möchtest du denn das vielleicht machen? Nein. Ja, im Notfall hauen wir einen Helfer drauf, erstmal.
Ich hab's ja auch schon 2 Folgen lang. Also, warte mal. Da gehen nochmal 2, 2, 4, 6, 8, 10 Fässer kriege ich da noch drauf. Locker easy. Dann kauf mal. Ja, bei dir leckt's ja. Ne, 50. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Zähle mit Varuna. Mal, dass die alle drauf passen. Ist natürlich optimistisch gerechnet und stehen auch nicht alle exakt oder komplett drauf. Aber das ist ja relativ. Ja. Solange sie mir nicht runterfallen. Och, jetzt bin ich voll. Sag doch was, Varuna, dass ich voll bin. Ja, dann geh abtanken. Du sollst sagen, wenn ich voll bin. Ja, sollst abtanken gehen. Das ist der falsche Satz. Was denn dann? Mach dich leer? Nein, du bist voll, musst du sagen. Warum? Hast du doch schon gesagt, warum soll ich das wiederholen? Oh, eigentlich. Verstehst du nicht. Ich verstehe es, aber ich will nicht drauf anspringen. Worauf denn? Na, auf deine Aussage. Auf welche Aussage? So, also, ich habe jetzt 2, 4, 5, 15, 19 Fässer drauf. So, 15 Fässer habe ich drauf hinten. Nee, 19 Fässer. Das sollte mal für eine Weile reichen. Nö. Nisch, meinst du nicht? Nee. Na, 4 Fässer brauchst du für 1000 Liter, ja. Das ist schon nicht ganz ohne. Im Grunde musst du da mal so einen großen Anhänger nehmen und lauter Fässer reinschmeißen. Oh, du bist fertig. Voll gut. Ich hab mal weitergearbeitet. Ja. Natürlich. Ich auch. Nach deiner Kugelpause. Aber dann stelle ich die hier erstmal einfach nur ab. Ja, hast du gedacht, hä? Hast du gedacht? Kacke. Vor allem kommt jetzt ein Auto. Ja, Gato ist dir voll davon gezogen. Ja, jetzt hänge ich auf dem Zaun. Tja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das geht, ich hab's geschafft. Haha. So, wenn dir langweilig ist, kannst du die Fässer hier runterschmeißen. Ja, mir ist langweilig. Nein, eigentlich nicht. Ich muss dreschen. Aber das ist auch langweilig. Das ist ja alles langweilig. Wie ging das so denn? Das ist falsch. Soll ich die Vorgewinde fahren und den Helfer einsetzen? Jo, kannst du machen. Zeit auf 5. Oh ja. Was du vergessen hast nach deiner Winkelpause. Hey, wie ging das nochmal mit dem Milch ab, mit dem Butter ab? Du musst unter das kleine Röhrchen. Bin ich doch. Mit dem Fass. Bin ich doch, sage ich. Butterfass. Anschalten. Das war's wahrscheinlich. Ja. Lass mich mal rein. Ja, doch, du hast nicht angemacht, du Held. Da ist nur Milch drin und keine Butter. Ach nein. 7 Minuten dauert das. Na dann.
Stell mal, ach so, ne, das Milchfass brauchen wir noch. Stell das mit dem Personal mal rein. Hm? Den Anhänger. Ja, das andere Fass nervt. Das nennt man 900 Watt. Du wolltest ein Vorgewende fahren. Hast du das schon? Nein. Warte, passt. Warum hast du jetzt den Gato mitgenommen? Oder Strick? Wer hat diese Wendeschaltung nicht an? Wo ist das Fass hin? Jeder vernünftige Mensch hat das aus. Komm, steig mit ein. Was willst du? Steig ein! Ich arbeite. Mau. Ich arbeite auch. Im Gatto hin und her fahren, willst du arbeiten? Ja, guck doch auf die Karte, ich arbeite. Rasche. Kleines Lager hier an Fässern. Hast du schon in die Schweinefutterproduktion was reingeschmissen? Nein. Mach ich gleich. Keine Sorge. Wie er arbeitet. Arbeite. So viele Fässer hier rein ballert jetzt. Sehr gut. Das Komische bei dem Rostemarsch, wenn man den Raps erntet, sind keine Rapsmesser dran. Sondern? Nicht. Also ganz normal. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ja, normalerweise nutzt man zum Rapsdreschen Rapsmesser. Ich glaube, Rossemesh hat noch nie was davon gehört, was das sein soll. Och nee, bist du zu fett hier. Okay, ich bin zu fett, okay. Nee, ich. Achso. Ja, wenn ich das über mich sage, ist egal, egal, ja. Lach ja nicht oder so. Ich brauche immer noch 3 Minuten, dann mache ich was anderes. Hier, Heu zu den Tierchen. Das muss nämlich auch gemacht werden. Aber wir haben schon 38 Kühe. Ich glaube, wir hatten angefangen mit doppelter Menge. Hä? 20. Wenn ich recht haben wollte. Auch kann hier nicht mal eine Elsa stehen bleiben.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das lose Stroh dann auch wieder da reinbekomme. Ups, also. Hier kommen wir jetzt. Ups. Wo ist denn U, verdammt? Kippseite hinten, das passt. U ist auf der Tastatur neben I. Nee, bei mir ist es neben Z. Oder so. Die U-Taste ist neben Z und I. Motor starten. Heutrockner an. Mit Enter. Ah, mit Enter. Mit der Enter-Taste kannst du deinen Motor starten. Was erzählst du mir? Ich bin schon längst fertig. Bin schon längst durch. So, Freunde, jetzt hole ich noch ein bisschen Stroh. Da wollen die Küche nämlich auch haben. Das finde ich ein bisschen doof, dass du dann nur drunter fahren musst und dann blubbert es raus. Aber naja, kann man nichts machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und tschüss. Bis morgen. Ciao. Tschüss.